hatte dieser alte Mann noch etwas europäisch-programmatisches. Er sagte, wir haben so viele verschiedene Kulturen auf heimatlichem Boden. Dieser Reichtum darf nicht nivelliert werden. Er muss das vereinte Europa prägen. Der Kardinal hatte vollkommen und unbedingt und ohne jede Abstriche recht. Genauso ist es. Der Reichtum der Sprachen, der Kulturen, der Traditionen, der Religionen, er muss hineingenommen werden in unser Deutschland und in die Europäische Union. Concordantia discordantium, das ist moderne Demokratie. Zukunft gemeinsam gestalten, darum geht es. Ein Europäer ist derjenige, der Sehnsucht nach Europa hat. Leisten wir uns diese Sehnsucht. Wir brauchen Europa, wenn wir eine Zukunft haben wollen, das ist ein Faktum. Und wir können die alten Instinkte, die alten Nationalismen nicht mehr brauchen. Ein Europäer ist derjenige, der Sehnsucht nach Europa hat. Leisten wir uns diese Sehnsucht nach Heimat in flüchtigen Zeiten. Heimat wird einem nicht von Amazon ins Haus geliefert. Man muss selber etwas dafür tun, man kann, man muss gemeinsam mit anderen werken und arbeiten, an einem gemeinsamen Projekt, an einer gemeinsamen Aufgabe. Die Übernahme von Verantwortung schafft Heimat. Heimat ist auch das Gefühl, dass einem das, was angeht, was passiert und dass man seinen Beitrag leisten muss und darauf stolz sein kann.